Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um die Corona-Auswirkungen auf die Energiewirtschaft. Ich habe vor einigen Tagen, jetzt sind schon fast 2 Wochen, schon mal ein Video zu den Corona-Auswirkungen auf die Energiewirtschaft veröffentlicht. Da haben wir uns unter anderem damit beschäftigt, dass natürlich die Isolation, also das Homeoffice zum Beispiel, Auswirkungen auf Abläufe und Prozesse hat. Dass natürlich sowas wie Zählerablesungen nicht mehr passieren, dass sowas wie das Smart Meter Rollout vor Ort nicht mehr umgesetzt wird. Und natürlich, dass man anfängt, als zum Beispiel Netzbetreiber oder Kraftwerksbetreiber so das zentrale Personal ein bisschen zu isolieren, Arbeitsinseln zu schaffen und die Leitwarten so ein bisschen auch mit Vorräten zu bestücken. Das haben wir uns im ersten Video angeschaut, was ich hier natürlich auch am Ende nochmal verlinken werde. Das Video hat eine ganz gute Resonanz bekommen und jetzt sind natürlich ein paar mehr Tage passiert und ich möchte jetzt nochmal darauf eingehen, was sich zwischenzeitlich getan hat und was sich noch so Neues ergeben hat. Teilweise auch aus regulatorischer Sicht. Nur noch mal ganz kurz zu uns, Energiewirtschaft einfach. Wir sind einfach im Homeoffice. Ich habe die letzten Tage nicht mehr ganz so viel Content veröffentlicht, weil wir gerade unsere neue Online-Kursplattform fertig machen. Dazu mehr in einem der nächsten Videos. Also keine Sorge, wir sind nicht erkrankt. Wir haben nur ein bisschen was anderes gerade die letzten Tage gemacht, administrativer Natur. Und jetzt legen wir wieder richtig mit dem Content los. Also, weitere Corona-Auswirkungen auf die Energiewirtschaft. Unter anderem haben wir eine ganz interessante regulatorische Auswirkung. Es gibt ja, wie wir wissen, in Deutschland Ausschreibungsverfahren für die Förderung von zum Beispiel erneuerbaren Energien. Anlagen gemäß dem EEG, aber genauso gut gibt es auch die Ausschreibung für die Förderung von KWKG, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz-Anlagen. Das ist ja seit einiger Zeit so ein typisches Ausschreibungsverfahren, wo man dann also Angebote abgibt und die besten Angebote bekommen den Zuschlag und genau die mit dem Zuschlag bekommen dann Förderung, also Subventionierung praktisch über EEG und KWKG. Es ist so, dass diese Zuschläge dann auch bedeuten, dass man eine Realisierungspflicht hat. Man muss die Projekte dann also auch tatsächlich umsetzen. Jetzt haben wir natürlich aktuell solche Ausschreibungen schon kürzlich abgeschlossen. Dementsprechend gibt es Zuschläge. Jetzt müssten die zugeschlagenen eigentlich auch loslegen, die Projekte zu bauen. Also zum Beispiel die Windkraftanlagen nach EEG zu bauen oder die Blockheizkraftwerksanlagen nach KWKG zu bauen. Und das geht jetzt natürlich nicht. Und damit hier keine unnötige Verzerrung und Verschlechterung des Marktes herbeigeführt wird, hat die BNSA beschlossen, das verlinke ich euch dann auch unten, die Info dazu zumindest, dass zumindest die Gewinner dieser Ausschreibung aktuell nicht öffentlich gemacht werden, weil die Umsetzungsfrist zur Realisierung des Projekts beginnt erst ab der Veröffentlichung des Zuschlags. Das heißt, wenn im Internet steht, wer den Zuschlag bekommen hat, fängt die Frist an zu laufen. Solange man diese Veröffentlichung im Internet nicht herbeiführt, fängt die Frist nicht an zu laufen. Dementsprechend bekommen die Teilnehmer von diesen Ausschreibungsverfahren, EEG, KWKG und Co., die Information, ob sie gewonnen haben oder nicht. Aber es wird nicht veröffentlicht. Ja, also man selbst bekommt die Info, ja, du hast gewonnen oder hey, du hast nicht gewonnen bei der Ausschreibung. Aber die Gesamtinformation an die Öffentlichkeit, die kommt nicht und dementsprechend laufen keine Fristen und dementsprechend müssen die Realisierungen jetzt nicht während der Corona-Krise umgesetzt werden, was schon mal ein ganz kluger Ansatz, kluge Variante ist. Ein paar andere Auswirkungen, die wir jetzt aktuell haben, natürlich sowas wie Veranstaltungen. Veranstaltungen werden abgesagt. Das ist einerseits interessant zu beobachten bei zum Beispiel Hauptversammlungen von den großen Energieversorgern, von den Konzernen, aber auch von Stadtwerkekonzernen. Die müssen sich ja als Aktionärsgesellschaft, als AG zum Beispiel jährlich oder wie oft auch immer geregelt ist, zusammensetzen in einer Hauptversammlung, wo auch alle Aktionäre kommen können, die Investoren kommen können. Und zum Beispiel wurde die E.ON-Hauptversammlung, E.ON vom größten Konzern überhaupt, vom 13. Mai erstmal auf Mitte Juni verschoben und aktuell wird geprüft, inwieweit man die auch komplett online abhalten könnte. Das ist prinzipiell möglich, auch nicht ganz unüblich, aber noch nicht überall so verbreitet. Und aktuell hofft man darauf, dass noch so ein paar rechtliche, regulatorische Rahmenbedingungen geändert werden, damit eine Hauptversammlung auch ohne jegliche Anfechtungsmöglichkeiten auch online stattfinden kann. Mal gucken. Ansonsten ist sie zumindest erstmal bis auf Mitte Juni verschoben. Wir gehen mal nicht davon aus, dass wir Mitte Juni schon wieder komplett befreit sind von den Corona-Plagen. Dementsprechend mal schauen,
inwieweit das stattfinden wird. Ganz andere Sache, sowas wie natürlich auch Messen und Konferenzen werden jetzt abgesagt. Unter anderem hat es die Hannover Messe erwischt, die natürlich auch einen immer riesigen Anteil von erneuerbaren Energien oder allgemeinen Energiebereichen hat. Also ich glaube, fast ein Fünftel der Hannover Messe, oder das ist eine riesige Messe, ist das Energiethema. Und da war ich jetzt auch schon ein paar Mal gewesen. Ihr findet ja auch als eins meiner allerersten Videos auf diesem Kanal einen Bericht von Hannover Messe 2019. Und das findet einfach nicht statt. Hannover Messe ist abgesagt. Wird dieses Jahr ist so erstmal nicht stattfinden. Mal gucken, ob es nochmal irgendwie anders organisiert wird. Aber wahrscheinlich setzen wir einfach das ganze Jahr aus. Das ist für die Aussteller natürlich ziemlich so Mist. Aber ist klar, wie soll man es anders machen? Und anderem ist auch die Intersolar, die mit ihren Schwestermessen als das Smarter E-Europe stattfindet in München jedes Jahr. Die ist jetzt auch abgesagt worden. Auch nochmal ganz schade, weil das eine riesige Messe ist, auch eben rund um Energietechnologien und Co. Also das ist durchaus ein nochmal relevanter Punkt auch für die Aussteller gewesen. Findet nicht statt, ist klar. Ja, was kann man sonst noch so sagen? Ich hatte ja schon erwähnt, der Smart Meter Rollout ist natürlich ein bisschen runtergefahren. Natürlich sind Ablesungen runtergefahren, aber das sind ja nicht die einzigen Punkte, bei denen aktuell so ein Zugang zu den Zählern zu erwarten ist, sondern natürlich auch ganz einfach sowas wie Eichfristen. Eichfristen von Zählern. Und wenn eine Eichfrist abläuft, muss ein Zähler oder zumindest die Charge des Zählers nochmal geprüft werden. Und dann kann man sagen, dass der Zähler immer noch gut ist, kann wieder eingebaut werden und die ganze Charge kann ab einer gewissen Quote auch einfach weiterhin drin bleiben. Diese Fristen werden jetzt gerade ausgesetzt, beziehungsweise die Prüffrist wird verlängert bis grundsätzlich Mitte 2021. Also die Eichfristen, die jetzt Ende 2020 praktisch fällig wären, die werden verlängert bis Mitte 2021, erstmal um ein halbes Jahr. Das ist schon mal ganz okay. Das kriegt man dann hin. Und noch ein ganz anderer Punkt, die Marktraumumstellung im Gasbereich. Wir haben ja teilweise in Deutschland, vor allem in Nordwestdeutschland, noch L-Gas gehabt. Und haben ja eine Gesamt-Marktraumumstellung auf H-Gas. Der Unterschied ist vor allem im Brennwert. L-Gas ist low und H-Gas ist high, hat also einen höheren Brennwert. Und dafür müssen natürlich auch Gerätschaften umgestellt werden. Einerseits auch die Konsumgerätschaften, sowas wie der Ofen. Der Gasofen muss oder Gasherd muss eine andere Technologie teilweise haben oder anderen Anschluss. Aber genauso gut natürlich auch die gesamte Gasinfrastruktur zu Hause. Und auch das wird jetzt natürlich aktuell nicht mehr zu Hause gemacht, weil die Monteure, die Techniker, die möchte man nicht mehr in den Kundenbesuch schicken, ist klar. Dementsprechend wird auch diese sich ein bisschen verzögern, diese Marktraumumstellung. Mal schauen, inwieweit da noch die gesamten Umsetzungsfristen, weil das soll ja auch 2021 komplett stattfinden, also auch regulatorisch komplett stattfinden, ob das so kommen wird, mal schauen. Weitere Sachen, was die Quarantäne so angeht, unter anderem, ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass so die Leitwarten und Co. ein bisschen isoliert werden. Mittlerweile gibt es auch einige Videos online und so Beispiele, wo also aus den Kraftwerken heraus mal so Selfies veröffentlicht werden. Ja, wir sind jetzt hier, zum Beispiel Wien Energie hat das gemacht, ist bei der Süddeutschen Zeitung zu sehen, wo praktisch 50 Mitarbeiter in das Kraftwerksgelände umgezogen sind und dort praktisch ja kaserniert sind. Die wohnen dort mit Vorräten und sind halt komplett in Quarantäne, damit die Kraftwerke, die Netze und so weiter noch ordentlich laufen können. Das ist jetzt relativ oft so. Ich habe das auch von anderen Stadtwerken in Deutschland gelesen. Das kann man also online gut nachverfolgen. Vielleicht habt ihr es von euren Stadtwerken oder eurem Energieversorger auch auf Facebook und Co. mal an euch vorbeifliegen sehen. Das ist natürlich notwendig, damit dort der Kraftwerksbetrieb auch weiterhin stattfinden kann. Und damit wir eben auch nicht in die ganz schreckliche Situation kommen würden, dass wir während dieser enormen medizinischen und krankheitstechnischen Probleme eventuell auch noch einen Stromausfall hätten. So wie jetzt aktuell vorgegangen wird, ist davon auszugehen, dass diese Gefahr nicht wirklich gestiegen ist. Na, also die Versorgungssicherheit in Deutschland ist immer noch enorm hoch, auch genau wegen den Maßnahmen, die jetzt aktuell dort vorgenommen werden. Ganz gut und dementsprechend auch keine Sorgen. Ich hatte schon mal erwähnt, dass zum Beispiel auch die Sperren zum Beispiel nicht mehr vorgenommen werden bei Endkunden und andere natürlich auch, weil man den Monteur nicht zum Endkunden schicken will, aber eben auch, weil natürlich die Leute zu Hause sein müssen und gewisse Hygienemaßnahmen durchführen sollen. Da kann man natürlich denen nicht den Strom sperren, wenn sie gerade nicht zahlungsfähig sind.
Es geht sogar ein bisschen weiter, dass aktuell so ein paar Stadtwerke und Energieversorger sich neue Wege überlegen, wie man jetzt eigentlich die Zahlung organisieren könnte, ob man jetzt also einfach nur eine Stundung macht oder ob man sowas wie Ratenvereinbarungen noch leichter macht oder ob man auch ein paar andere alternative Wege findet. Vielleicht seid ihr ja auch von eurem Energieversorger darauf hingewiesen worden, dass es da grundsätzlich neue Wege gerade gibt. Oder ihr arbeitet selbst bei einem Stadtwerk und seid mittendrin, da Wege zu finden, wie man mit diesen Kunden umgehen soll. Denn natürlich bedeutet das nicht nur, dass man jetzt nicht mehr die Einnahmen von den Endkunden für die Stromrechnung bekommt. Das bedeutet natürlich auch, dass man trotzdem weiterhin die Umlagen und Abgaben und Entgelte weiterreichen muss als Energieversorger. Die Stromnetzbetreiber kriegen trotzdem immer noch ihre Umlagen und Entgelte und Abgaben weitergereicht, die ja auch teilweise immer noch weiter an die ÖNBs und Co. gehen. Das bedeutet natürlich im Zweifel einen Liquiditätsengpass beim Energieversorger. Und da haben wir auch noch so eine kleine Stelle, wo ich darauf hoffe, dass demnächst auch nochmal der Gesetzgeber reagiert und sagt, wie eben genau die Versorger da jetzt die Regelung bekommen, dass praktisch ja nicht nur der Zahlungseingang von Endkunden ein bisschen einfacher geregelt werden kann oder vielleicht auch wirklich ausgesetzt ist, aber wie man dann eben trotzdem zu dem Geld kommt, was man ja mindestens an den Netzbetreiber weiterreichen muss. Also da müssen wir mal schauen, wie man das vielleicht noch weiter gut regulieren kann. Noch weitere Sachen, die sich so ergeben haben. Ja, ich hatte auch ein Video zu Philippsburg gemacht, dem Kernkraftwerk, was zum 31.12.2019 dann praktisch ja außer Betrieb gegangen ist. Dort sollen ja dann auch praktisch demnächst und zeitnah die ersten Abbau- und Abbruch- und Abrissarbeiten starten. Und unter anderem war für Mitte Mai, würde ich meinen, zum Beispiel eine Sprengung von, oder eine erste Teilsprengung von einem der Kühltürme angedacht. Kann jetzt natürlich nicht stattfinden. Mal schauen, wie sich das weiter entwickelt. Das Interessante ist dort natürlich, das sind Milliardenkosten. Jeder Tag, der da praktisch einfach vergeht, wo man den Abbau nicht weiter umsetzen kann, sammeln sich weitere Kosten an. Ja, das ist natürlich auch nicht so schön. Gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Was passiert noch so? Ja, es gibt gerade einige Meldungen, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass es in Deutschland einen Verbrauchsrückgang gibt. Natürlich, weil die Industrie ganz schön zurückgeht, weil also viele, viele Industrieanlagen, viele Werkshallen und so weiter einfach stillstehen. Und der jetzt gesteigerte Homeoffice-Stromverbrauch zu Hause, das ist ja nichts im Vergleich zu Industrieanlagen. Und dementsprechend ist es so, dass wir dadurch theoretisch gerade unsere CO2-Ziele und Klimaschutzziele erreichen, weil wir einfach weniger Energie verbrauchen. Ist aber natürlich nicht damit zu verwechseln, dass wir gerade irgendwie besser mit Energie umgehen würden, sondern einfach nur, dass wir insgesamt weniger Energie verbrauchen. Deswegen ist die Klimabilanz gut. Das heißt aber noch nicht, dass wir alles richtig machen. Ganz anderer Aspekt davon, wir verbrauchen viel weniger Strom, es gibt viel weniger Nachfrage. Der Großhandelspreis von Strom an der Börse und Co. verändert sich dadurch natürlich auch enorm, weil es einfach weniger Nachfrage gibt, kann auch nicht unbedingt der Preis steigen. Also ist es auch sehr, sehr spannend, aktuell zu verfolgen, wie sich der Strompreis so entwickelt. Ich werde in der nächsten Zeit, wenn wir ein bisschen mehr Zeit vergangen haben, werde ich mal eine kleine Analyse dazu veröffentlichen, werde ich euch das mal zeigen, wie man sich sowas genau anschaut, wie man das noch, welchen Portalen man das sehr genau verfolgen kann und wie das mit dem Verbrauch und dem Angebot zusammenhängt. Ist also auf jeden Fall super spannend, sich anzuschauen, wie das aktuell schwankt und was dann noch in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird, wenn der Industrieverbrauch weiterhin so vergleichsweise niedrig bleibt, wie er aktuell aussieht. Was noch? Natürlich, ich hatte angedeutet, dass es ja Prozesse zum 1.4. gibt, die die Übertragungsnetzbetreiber bekommen. Ich nehme dieses Video gerade am 31.3. auf, also einen Tag vorher, bevor es losgeht mit zum Beispiel den RLM. Energiedaten, die zum Übertragungsnetzbetreiber geschickt werden sollen, also von den registrierenden Lastgangmessungsgeräten, wo wir schon jede Viertelstunde bei Industrieverbrauchern den Energieverbrauch messen. Das wird ab dem 1.4. auch jedem Übertragungsnetzbetreiber zugesendet und damit muss der umgehen, um die Bilanzkreistreue zu überprüfen. Gleichzeitig starten ja auch einige Bilanzierungsprozesse der Übertragungsnetzbetreiber im Rahmen der Marco 2020 für die intelligenten Messsysteme. Da hatte ich angedeutet, hoffentlich gibt es so eine kleine Pause für die und ich würde das ein bisschen verschoben. Nein, nichts davon gehört. Aber so ein paar andere Sachen, die aktuell verschoben werden. Unter anderem ist auch im Rahmen der Marco 2020 ja der verschlüsselte Fahrplanaustausch reguliert worden. Das war eine der Anlagen, ich glaube Anlage 5 oder Anlage 6 von der Marco 2020. Und dieser verschlüsselte Fahrplanaustausch sollte eigentlich zum 1. Juli 2020 starten, wurde jetzt freundlicherweise verschoben auf den 1. Oktober 2020 und
auch nochmal ganz relevant für ganz viele von euch, wenn ihr Energieversorger seid. Die Einführung des neuen Standardbilanzkreisvertrages war ja zum 1. Mai geplant. Standardbilanzkreisvertrag Strom. Der alte ist, glaube ich, seit 2011, 2013 oder so ist er ja gültig. Das ist also schon sehr etabliert. Da gab es jetzt eine neue Variante, die im April 2019 so zur Einführung beschlossen wurde. 1. Mai war der Plan, wurde jetzt durch Mitteilung 1 zum Aktenzeichen BK6-18-061 der Bundesnetzagentur verschoben auf den 1. August. Vom 1. Mai auf den 1. August. Das heißt, da haben wir auch nochmal 3 Monate mehr Zeit, um die Einführung des Standardbilanzkreisvertrages Strom neu umzusetzen. Vor allem natürlich wegen des Aufwands, der dahinter steckt. Das ist IT-technische Umstellung, das ist regulatorische Umstellung, das sind Prozessumstellungen. Das muss also wirklich mit viel Aufwand auch gemacht werden. Das ist jetzt erstmal verschoben. Ja, soweit eigentlich zu dem, was mir aktuell am meisten auffällt. Ansonsten steht die Welt halt so ein bisschen still. Na, also wir selbst sind ja im Homeoffice. Ich bin hier aktuell am meisten bei meiner Freundin zu Hause. Ich bin aktuell vielleicht einmal in der Woche noch im Büro, weil ja gerade auch neue Kollegen bei mir anfangen und ich denen ja die Technik fertig mache. Aber ansonsten sind wir hier. Und das sehe ich halt auch bei vielen anderen Stellen. Man ist halt irgendwie zu Hause. Und jetzt ist auch die Frage, wie darf man überhaupt noch in großen Gruppen rausgehen und Co. Ne? Da gibt es ja viele Regelungen dazu, in auch den Bundesländern ganz unterschiedlich. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Content wieder produzieren. Ihr seht zum Beispiel schon mal hier, auch wenn ich im Homeoffice bin, ich wackele nicht mehr mit der Kamera, denn die ist jetzt an ein Stativ angebracht. Aber hier seht ihr immer mal mein Mikrofon, was ich noch so ins Bild halte. Das wird schon. Also bleibt auf jeden Fall gesund. Wenn ihr euch gerade zu Hause befindet und auch die nächste Zeit zu Hause befindet und ihr wollt euch mal ein bisschen genauer beschäftigen mit Energiewirtschaft, wir starten ja jetzt gerade unsere neue Plattform. Dazu gibt es sicherlich Anfang April, so 2. 3. April gibt es dazu ein Video, denke ich mal, werde ich euch das vorstellen. Da haben wir den ersten Online-Kurs schon drin, das ist der 1,5-stündige. Dann kommt hoffentlich diesen Monat auch noch der nächste, der auf 4,5-5 Stunden angedeutet ist. Die E-Books kommen dort rein und können dort professionell sich angeschaut werden. Redet mal mit euren Arbeitgebern, wenn ihr das gerne haben wollt. Da kann man jetzt auch problemlos mit dem Rechnungsprozess reingehen. Wir haben dort einen deutschen Zahlungsanbieter und alles. Das ist super safe, das ist super cool und funktioniert gut. Wenn ihr da Interesse habt oder den Bedarf auch seht bei euren Kollegen oder bei euren Mitarbeitern, schreibt uns mal an, dann können wir euch dort den Zugang schnellstens geben oder auch wartet einfach ein paar Tage, bis wir so ein Video dazu veröffentlichen. Soweit zu den Corona-Auswirkungen auf die Energiewirtschaft Teil 2. Ich werde das Ganze auch nochmal in unserem Podcast-Feed zusammenstellen, weil auch da natürlich bei Spotify ein paar ganz andere Abonnenten sind als hier bei YouTube. Bleibt uns gewogen. Und bleibt gesund und schaltet das nächste Mal wieder ein hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.